Willkommen, meine Freunde! Zwei Challenges bei Super Mario Galaxy erwarten uns noch. Im letzten Part Epic First Try bei der Blase. Und schaffen wir es auch beim Ball. Reiseziel Challenge Ball. Dann wollen wir mal. Drückt mir die Daumen, Leute. Meine Lieblingsdisziplin. Werde ich sie First Try in der Challenge? Wir werden sehen. Putzesternball, wohin willst du? Weiß ich doch nicht. Frag ihn doch selbst. Ja. Er will zu dem Loch. Meinen wir das nicht alle? Okay, Flachwitz. Also. Dann. Wollen wir mal. Ich freue mich. So, let's go. Ah, ich habe schon fast die Wii-Fernbedienung auf dem Fernseher gerichtet gehabt. Das heißt, ich wäre irgendwo hingerollt, aber ganz bestimmt nicht dahin, wo ich hingewollt hätte. Scheiß Kumba. So. Erste das Hindernis überstanden. So. Brücke runter. Also wie gesagt, das ist jetzt wirklich eine Challenge. Hier ein bisschen einsammeln. So ein bisschen Münzen. Nicht so weit. Hallo, nicht aufs Gitter. Nee, Will. Bleib halt mal stehen. Er will nicht stehen bleiben. Er will nicht stehen bleiben. Wieso will er nicht stehen bleiben? Oh, ich hätte noch ein bisschen mehr Balance reinbringen können, ne? Schon klar. Leck mich doch. Ich zitter. Das tue ich normalerweise nicht, aber... Boah! Abnormal! Fast am Ziel, fast am Ziel! Boah! Nein, nein! Ich sah mich schon da unten liegen. Mit meinem Putzesternball. So, jetzt darf ich hier warten, ja? Schon klar. Vor allem, wenn man zittert, macht das besonders viel Spaß. Nee, ne? First Try? Wie epic! Toll. Wo ist das Teil hin? Ja. Scheiß drauf. Ich hab's First Try, geil. Wenn ich jetzt noch surfen First Try, dann gehe ich lachen. Aber surfen sollte nicht ganz so schwer werden wie anderen beiden. Seid gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem. Ja. Puh. Noch eine Challenge. Und dann haben wir's. Das wird doch epic! Gut, Challenge 3. Surfen ist dann gesagt. Und danach legen wir übrigens nicht mit Kuppel 6 los, wie ich im letzten Part gesagt habe. Danach machen wir so etwas wie eine Zwischenstory. Aber zuvor, wie gesagt, Challenge Surfen. Ab geht's. Oh Gott. Wie man ein Surfer wird. Na danke. Schon durch den Parcours an. Scheiße! Das würde ich nie lieben, First Try. Schaut es euch an. Gelitten. Ja, hier gleich runterfallen. Das wäre so epic, weil... Scheiße! Mit dem Looping. Okay, du bist... Willst du einen Rochen raten? Du bist übergeschnappt, ey. Voll krank, ey. Okay, diese Kurse ist ziemlich schwierig. Siehst du ja wahrscheinlich. Willst du es trotzdem versuchen? Was? Ja. In Ordnung, du hast aber maximal 3 Minuten. Der Trick ist, die Ruhe zu bewahren und nicht den Kopf zu verlieren. Ja, das sagen sie immer alle hier so locker, ey. Ja,
du hast es schon. Muss ja bloß locker bleiben. Ihr könnt mich alle mal. Schaut euch an, wie dünn hier die Fahrbahn ist. Leck mich. Ah, scharfe Kurve, scharfe Kurve. Nicht springen, Mario. Oh Gott, abwärts. Abwärts! Swoosh! Oh, fuck! Boah, ja, macht's doch noch ein wenig dünner. Alter! Sag euch, das müsst ihr erstmal selbst machen. Das ist so gelitten. Ja, da machen sie Sternteile hin. Ich würde noch ein Reklameschild hin machen, so nach Motto. Ja, die kriegst du nicht, ey. Niemals. So, Looping, Looping, Looping. Schaffe ich Looping? Schaffe ich Looping? Ja, ich habe Looping geschafft. Geil. Und abwärts! Kann man die Rekordzeit bieten? Komm schon, das schaffen wir. Ja, geschafft, geil, first try. Nur eine Minute 20, 150, so eine Zeit ist nicht leicht zu erreichen, alle wollen dich treffen, also gehen, begrüßt sie. Leck mich, aber okay, ich gehe sie besuchen, weil man das auch viele Standteile kriegt, aber alle drei Challenges, first try, macht das mal nach. Du hast wahrlich Charisma. Ja, du auch. Hier irgendwie ein Angriff. Okay. Hauptsache geschafft. Ihr könnt mich alle mal. Ich will das nie wieder machen hier. Wie die Fahrbahn so dünn war, ne? Das war echt das Schwierigste, also der Looping war ja harmlos, aber der war auch etwas dünner als uns soweit, ja. Aber das, wo es so aufwärts ging und dann auch noch so schmal. Arg. Wie man ein Surfer wird, wir haben die Challenges. Nice one. Und jetzt heißt es, auf geht's zur letzten Kuppel. Aber vorher, wie gesagt, diese Zwischenstory, die wird auch nochmal sowas, ja, da werdet ihr jetzt sehen, wie unsere letzten Kometen aussehen werden, die lila Kometen, und woraus die bestehen werden, weil die hatten wir ja bisher noch nicht und die kriegt man nur am Ende des Spiels. Und hier kriegt man jetzt einen kleinen Vorgeschmack darauf, das Kinderzimmer. Ja, kennt ihr es? Hier hat alles angefangen. Hier hat unsere Geschichte begonnen. Ach ja. Und hier oben wurden wir dann eingewiesen. Kam uns ein Bibeluma. Und sie ist schon wieder da. Nur wir zwei? Ganz allein? Dieser Stern ruft viele Erinnerungen wach. Ich habe mich sehr gefreut, ihn mit dem Luma zu besuchen. Wir kommen nämlich bloß einmal in 100 Jahren hier vorbei. Der Luma, der mit dir reist, wird auch bald wachsen und ein Stern werden. Manche werden Planeten, andere werden Sonnen und manche werden Powersterne. Ich reise mit ihnen, während sie nach einem Ort suchen, an dem sie wiedergeboren werden können. Aber wer konnte schon ahnen, dass so etwas passieren würde? Hm. Naja. Es gibt uns immerhin ein LP, ne? Es scheint, als dass die Mama dir vertraut, ja. Wie sieht's hiermit aus? Wenn du die 100 lila Münzen hier alle einsammelst, werde ich auch dich anerkennen. Das ist ein roter Stern und ihm wohnt unsere Kraft inne. Wenn du in der Luft einen Dreher ausführst, kannst du durch den Himmel fliegen. Drücke an und bestimme die Richtung, in die du fliegen willst, mit dem Joystick. Wenn du alle 100 lila Münzen gesammelt hast, erlaube ich dir, den roten Stern auch woanders zu nutzen. Jo. Als fliegender Mario, spring hoch und heb mit deiner Drehattacke ab.
So. Ja, doch mal jetzt zweimal fliegen. Scheiß drauf. Ja, die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich kann euch versichern, das wird die einzige Mission sein mit einem Powerstern als Lohn, wo wir den roten Stern hier einsetzen müssen. Ansonsten, ja. Den kann man halt auf der Overworld, also auf der Sternwarte, noch benutzen, um an One-Ups und so zu kommen und was weiß ich alles. Aber ansonsten hat er eigentlich keinen wirklichen Nutzen. So, die lila Münzen sind besonders nervig. Die kann man so schön mit dem Dreher einfangen. Soweit, ja. Egal. Jo. Haben wir auch schon wieder knapp 40. Und ja. Also, großen Nutzen hat der Rotstern jetzt wie gesagt nicht, aber ja, damit er irgendwie einen Nutzen bekommt, gibt es halt diese Mission hier. Und es ist auch der einzige rote Luma mal so nebenbei auf der Sternwarte, ansonsten gibt es keinen roten Luma. Und soweit, ja. Finde ich eigentlich doch ganz lustig irgendwie. Das wollte ich jetzt zwar nicht einsammeln, roten Stern, aber okay. So. In Häusern sind glaube ich auch noch welche. Soweit müssen wir da sowieso auch noch hin mit einem lila Stern. Lila Stern, was laber ich? Ich meine natürlich roten Stern. So. Kriegt man die am besten? Stelle ich gerade irgendwie fest. Woll. So, den hier auch noch. Ich meine die hier. Irgendwie läuft es gerade nicht so. Ich will eigentlich nur diese eine lila Münze, bitte. Danke. So, 86. Wir haben es fast. So. Hier sind noch welche. Ach, Gumpi. Willst du mich etwa ärgern? Ach, 10 fehlen uns noch. Ich glaube, die waren hier, ne? Jo. Müssen hier irgendwo gewesen sein. Ja. So. Dann haben wir es auch schon gleich. Der kann keinen Seitwärtssprung. Interessant. Er bringt dazu auch seine Nachteile, der lila Stern. Ich sage immer lila. Rot. Rot. So. Hätten wir das auch. Und es reicht gerade noch so für einen weiteren Stern. Und ihr seht bereits, es ist ein roter Powerstern. Aber ich sage euch gleich, der hat im Gegensatz zu den grünen überhaupt gar keinen Nutzen. Der ist halt rot. Fertig. Ja. Ich weiß auch nicht, bei dem kriege ich irgendwie mal so... Ja. Ich erinnere mich irgendwie mal an Fruchttiger. Und Limonade. Kriege ich direkt Durst. Naja, oder dann so Gummibärchen. Die lila Münzen des Sternentors. Sternentor-Galaxie übrigens. So hieß die Galaxie. Und ein Gummi-Nummer. Ach, wisst ihr was? Wir machen nicht mit dem Loft weiter, wir machen einfach mit dem Gummi-Nummer weiter. Und dann haben wir diesen Part auch schon wieder gefüllt. Na, das ist doch was! Der Gummeluma kommt wie gerufen. Das ist übrigens der, der gehört zum Kinderzimmer. Also das Kinderzimmer wird als eigene Kuppel gewertet. Und hier oben beim Loft kommt dann auch nochmal ein Gummeluma. So, aber jetzt erstmal zu dir, Freundchen. Hey, da bist du ja schon wieder. Ja, wenn ich dir schon die Partzeit hier noch füllen soll, dann will ich auch einen entsprechenden Preis. So, sorry für diesen kurzen Cut, aber ja, Telefon ist mir jetzt zum zweiten Mal heute reingeplatzt. Und ja. Wenn ich 1200 esse, weil ich muss natürlich die Mehrwertsteuer und so einrechnen und die Partzeit extra hier. Ja, ich hätte 200 mehr, Junge. Ja, friss halt. Oh mein Gott. Jo, friss, Mäuschen. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viel der Letzte will, ne? Ach, das war geil. Und jetzt Verwandlung. Ja, toll.
So, dann wollen wir mal. So, der Galaxy-Part wird jetzt wahrscheinlich etwas kürzer, aber okay. Schattenpromenaden-Galaxie. Promenade-Galaxie. Ne. Rasekönig aus der Geisterstraße. Ja. Mr. Boo Buddy will Revanche. Ja, die kann er haben. Und das ist jetzt wirklich wieder so eine Renngalaxie. Sag ich mal. Du steht jetzt aus dem Rennen hier und das war's. So. Die Schilder sagen auch nur noch mal, was Boo Mario alles kann. Ansonsten, ja. Hey, du willst ihn haben? Dann musst du mich im Rennen besiegen. Ja, ist mir recht. Ach. Die Einschüchterungstour hat nicht geklappt, aber okay, dann kriegst du jetzt auf die Fresse eben. Scheiße. Junge, runter. Junge. Okay, wir haben gewonnen. Hey, Achtung für... 48 Sekunden? Habe ich nur 48 Sekunden gebraucht? ETF? Okay. Normalerweise brauche ich da immer so 1 Minute 20 oder so, aber ja. Es gibt bloß keine Mission mehr, die jetzt reinpasst. Ist irgendwie scheiße, ne? Ja, dann tut's mal leid, Leute. Gibt's jetzt nur mal einen, ich glaube, 17 Minuten Part oder so. Oder 18. Ja, muss halt damit leben. Sorry. Aber im nächsten Part, verspreche ich euch, legen wir nun endgültig mit dem Loft los. Und dann, ja, sehen wir, welche Galaxien uns noch so erwarten. Und soweit, ja, bis zum nächsten Part, Leute. Und ciao.